Jo, nächstes Wochenende. Und wo stehen wir? Am Hockenheimring. Und da sehen wir auch unser Model 3 wieder. Bei Next Move hier. Riesenshow. Wir sind noch komplett in Vorbereitung hier. Muss mal schauen. Ich brauche noch so ein Bändel. Autos hier mal in der Boxengasse aufgebaut. Und das ist die Box da von Next Move. Noch ist es ziemlich ruhig. Früh am Morgen. Ich hoffe, es regnet nicht so arg hier. Ein paar Autos sind ja schon interessant hier. Der neue Kona. Seht ihr mal direkt im Vergleich. Größenvergleich zum Ioniq dahinter. Und da drüben steht ein Leaf. Na, so klein ist er nicht, aber so groß auch nicht. Vielleicht können wir den uns später mal angucken oder vielleicht mal eine Runde fahren. Ich stehe hier auch startklar. 100 Kilometer könnte ich verfahren, dann komme ich noch bis zum ersten Lader wieder zurück. Wir stehen jetzt hier in der Boxengasse von Next Move. Das ist eigentlich die Ferrari-Boxengasse. Nein, wir wissen es nicht, oder? Es ist die Weltmeisterbox. Die Weltmeisterbox. Ja, aber ich weiß nicht, welcher Weltmeister hier war. Ja. Ja, okay, auf jeden Fall Weltmeister, das passt. Aber ne? Der größte Aussteller hat Box Nummer 1 bekommen. Ja, genau, super. Und der Verkehrsminister fährt sogar mit einem von euren Autos. Genau, der fährt den Smart und wenn er pünktlich ist, ja, und super. Hat er sich den Smart ausgesucht und Next Move als herstellerübergreifenden Anbieter hat er sich ausgesucht. Super Sache. Heute noch etwas kalt hier heute Morgen, aber immerhin trocken. Ich und alle in Bewegung, so. Genau. Jetzt kommen unsere Biertische. Und bauen wir weiter auf. Hier sieht man natürlich auch andere tolle Autos. Kommen und gehen, meistens lautlos. Dieser hier sogar noch mit Logo, Model 3 in Blau. Hier seht ihr das Original Rot nochmal vor der Folierung. Also die Autos sind schon mal halbwegs bereit. Drin in der Box werden jetzt die Biergarnituren, Biertischgarnituren aufgebaut, damit die Besucher, die hier warten müssen, auch im Trockenen sind, falls es doch regnet. Also wir sind hier in der Weltmeisterbox. Next Move, so langsam ist alles aufgebaut. Hier seht ihr das schöne Model 3 und ein Model S in gleicher Farbe. Welches würdet ihr nehmen? Ja, mal schauen. Wie viel kleiner ist es eigentlich? Perspektive schlecht, die stehen nicht nebeneinander. Aber so viel kleiner ist es nicht. Ein DIN A4 Blatt, glaube ich, ne? 30 cm irgendwie. Aber ist schon schmäler natürlich, das Auto, das muss man schon sagen. Aber die Farbe in Blau ist auch nicht schlecht. Also die merken wir uns nochmal. Blau, Weiß, Silber, Schwarz auf keinen Fall. Einweisung durch Stefan hier für die ersten Fahrten. Ich hoffe, die ersten Besucher kommen dann auch. Also die ersten Testfahrer kommen jetzt auf jeden Fall für die ersten Slots hier. Und dann kann es irgendwann noch mal losgehen. Und wieder fragen wir uns, wie die Tür aufgeht. Mach's nochmal wieder. Es ist schon anders und neu. Noch einmal, Ina. Also wenn es sogar Kinder gewesen. Ja, es geht schon auf, aber es sieht noch nicht so elegant aus. Model X gibt es natürlich auch mal hier. In der Nachbarboxengasse gibt es auch Teslas und weiter vorne gibt es, glaube ich, auch andere Autos. Ich bin noch gar nicht bis da vorne gekommen. Und hier ein Tesla Roadster in Gelb. Ja. Ja, es gibt noch andere Autos hier noch. Kann man sicher auch eine Probefahrt machen, oder? Ja, es gibt auf jeden Fall drei Autos zum Fahren, auch hier. Ich laufe mal so durch das Feld und zeige euch so ein bisschen, was noch so gibt hier. Ups, was sind das für Porsches? Oh, ein Hyundai Kona fährt schon mal. Was haben wir denn da für eine Batterie von i3s und Motorrädern? Also die 8 würde ich auch mal gern fahren. Ja.
gehen die Fahrten hier 1, 2, 3 raus. Ich mache für euch mal eine Rundfahrt, fahre ich mal mit, dann könnt ihr das mal sehen. Ja, ja, ich komme hier nicht mehr raus, muss ich auch nicht. Aber müssen wir dann hier aufmachen, wenn ich hier. Jetzt? So, jetzt sind wir mittendrin in der E-Parade mit dem Verkehrsminister Herrmann, der eigentlich da vorne irgendwo fahren soll. Ich weiß nicht, ob wir ihn verpasst haben. Naja, wenn man einen Mann. Wir haben ihn nicht gesehen. Wir fahren jetzt einfach mal hinterher. Genau. Jetzt fahren wir alle hier, alle E-Autos im großen Konvoi auf der Strecke. Also es gibt Hybride, Plug-in-Hybride, Jaguar, Porsche, habe ich gesehen. Ich weiß noch nicht genau, was wir da alles so haben. Minister Herrmann im Smart von Nextmove. Sofern er auch da drin sitzt. Ich hoffe es doch. Das steht aus. Ja genau, dann fahren wir nämlich einfach, wenn die das nicht stecken bleiben da. Ah, wir fahren mal hier jetzt ein bisschen mit dem Ioniq noch die Runde. Kurz vor Schluss. Das ist der, wer ist das da eigentlich hier? Malte. Der Malte, der fährt heute noch. Der testet alle Autos durch. Wir sind gerade im Leaf 2 gefahren und jetzt mal im Vergleich zum Ioniq. Ja, heute ist ja die große Möglichkeit hier auf dem Hockenheimring alle E-Autos zu testen. Vor allem bei Nextmove. Fast alle E-Autos, die es so gibt, sind hier verfügbar. Zum Testen, vor allem auch die Autos, die man auch kaufen kann, nicht irgendwelche neuen. Ein paar neue gibt es auch. Das ist jetzt hier die Haarnadelkurve, da sollte man sogar, da haben sie extra ein neues Schild hingemacht, ganz langsam durchfahren. Naja, übertrieben müssen wir es nicht, aber 50 für die Formel 1 Fahrer, was machen wir jetzt? 40. 40. Okay, es geht. Und aus der Kurve beschleunigen. Und die Räder kriegt man zum Durchdrehen im Sportmodus. Cool. Geht schon. Ja, das ist einfach das Beeindruckende an Elektroautos, dass die Beschleunigung sofort, wenn man aufs Gaspedal drückt, da ist. Ja, super. Das ist echt gut. Und aufs Strompedal. Aufs Strompedal, genau. So, da ist unsere schöne Boxengasse und da werden wir jetzt eingewiesen hier von dem Kollegen. Wir sollen da ganz an den Rand fahren, okay. Das machen wir auch. Und ich glaube, jetzt sind auch langsam die Fahrten hier eh zu Ende. So, Malte, wie fandst du jetzt den Event hier überhaupt so? Du bist jetzt ja mehrere Autos hier schon gefahren bei Nextmove. Ja, super. Auf jeden Fall eine richtig gute Idee, weil man dann direkt Vergleich zwischen den Autos hat. Das ist echt super, weil sonst müsste man ja bei den Händlern einzeln sozusagen gucken, ob die den überhaupt da haben und einzeln anfragen. Also das finde ich richtig gut. Und wie gesagt, wenn du sagst, ja, möchte ich mal ausprobieren, kannst du ja auch so ein Angebot hier annehmen. Eine Woche oder ein Wochenende mal oder auch länger so ein Auto hier zu testen von Nextmove. Gibt es ja gerade ganz tolle Angebote auch. Überlege ich mir, morgen bin ich wieder da. Genau. Thorsten, vielen Dank hier fürs Mitfahren. Ja, danke für die Erklärung hier zum Auto. Super. So, hier, ein Fan mal hier. Ja, hallo. 1000 Fans hier, ne, bei uns. Ja. Wir machen gerade Mittagspause. Hier ist kein Fahrbetrieb mehr. Das Model 3 ist natürlich schon der Anzugsmagnet hier. Selbst in der Mittagspause muss man Probe sitzen. Alle Autos stehen hier mal, kurze Mittagspause und dann geht's aber wieder weiter. Ich muss bei meinem Ioniq so langsam mal auf den Akkustand gucken. Muss ich irgendwie heute Abend mal nachladen. So sieht das Auto natürlich auch cool aus. Und hier auch die Vollfolierung vom Leaf 2. Zu essen gibt es natürlich auch was und Mods viel Lärm hier in der Pause.
Electrify BW, die haben auch mal ihre Autos hier auch noch ausgestellt. Hier darf man allerdings nicht fahren, oder? Aber ein Riesenstand habe ich schon auf dem Geländeplan gesehen. Na, was sehen wir da für geheime Autos hier? Eins von zwei Autos in Deutschland, die es wohl nur gibt von dem Kia Niro. Sieht auf jeden Fall größer als der Kona aus. Sehr selten in Deutschland im Moment. Wie ist denn der Kofferraum? Na, hier unten hat es noch ein bisschen Ablagen zumindest. Das hat's. Ja, kommt mir gar nicht so klein vor. Ein schönes Rollo. Super abgetrennt. Mal dieses seltene Auto hier angucken. Kein Platz oder zu groß? Sitzfläche zu tief für Boden, finde ich. Also oh. Ich glaube, lang sitzen könnte man hier nicht. Ui, es kommt doch auf die Größe an. Also so klein ist der gar nicht. Der kommt jetzt hier, also gegen den Kona sieht der richtig groß aus. Ne? Absolut. Obwohl das doch irgendwie dasselbe Auto sein sollte. Ich verstehe es auch nicht. Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Nee, das ist... Ja, auf dieses Auto müssen wir etwas länger warten. Und ob mit Anhängerkupplung, wissen wir auch nicht. Genau. Display-Technik aber hier nochmal komplett klassisch, zweigeteilt und hier auch ein Joke-Shuttle-ähnliches Teil. Ja, da ist noch die konventionelle Technik, aber der große Akku und hoffentlich ordentliche Ladeleistung. Wir sind auf dieses Auto gespannt. Das ist in Ordnung jetzt hier. Ich finde es echt gut. Sitztest ist in Ordnung, gut. Boah, das hier finde ich schön gelöst. Hier die... Du bist BMW-Fahrer. Nein, bin ich nicht. Also ein neues nimmt, bin ich Zoe-Fahrer. Ich habe sie bloß noch nicht. Ja, okay. Also ich finde, hat wieder unheimlich viele Knöpfe hier. Ja. Also da haben sie noch gar nichts. Ist eher mehr geworden als weniger. Das stimmt, ja. Und die klassischen Displays und auch hier. Lenkrad, ja, meine Ablagemöglichkeiten hat er schon. Mach mal da auf. Da gibt es doch bestimmt tausenderlei, genau. Ja. Das ist schon. Okay. Also das Auto sieht richtig groß aus. Das muss man schon sagen. Absolut. Ja. Ansonsten hier alles... ja, klassische Aufteilung. Auch recht wertig, sage ich mal. Ja. Also Lenkrad, Leder und so fühlt sich schon alles ziemlich wertig an. Kia Niro. Der Lehrer hat ja auch VW-Chef mal gesagt, da scheppert nichts. Wir wissen nicht, was er kostet, wann er kommt, aber sieht cool aus. Es hat einen Motor, eigentlich auch viel Luft. Weil sie da auch irgendwie einen Verbrennerfahrer sitzen. Ja, so komisch, aber so tiefer gelegt. Da hat jetzt hier, da könnte man noch ein bisschen was reinladen. Nee, ich glaube nicht. Ist nicht vorgesehen. Immerhin, was sehen wir? CCS, ne? Ja. Genau wie beim Ioniq hier gemacht. Mit zwei. Ja, okay, wie Kona ist genauso. Das ist exakt identisch Kona. Aber vorne, Ladeklappe ist schon interessant. Also finde ich auch gut. Kannst nur sauber da hinfahren und. Nur da oder hinten. Ja, hinten ist immer schwierig. Ja. Ja, und schon ist die Pause rum. Schon geht es wieder weiter hier mit den Rundfahrten. Überall lange Schlangen. Lange Schlangen hier an den Fahrständen. Kann man auch Motorrad fahren? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall muss ich schleunigst wieder zur nächsten Move und ein paar Runden fahren. Ups, die Porsche sind, glaube ich, schon leer gefahren. Die müssen wieder aufladen. Hier sind gar keine Schlangen zum Fahren. Kann man hier nicht fahren? Müsste doch eigentlich gehen. Vielleicht später wieder. Ich habe das Auto leer gefahren.
Jetzt muss ich es erstmal aufladen, hier langsam Lader. Typ 2, immerhin. Mal schauen, ob ich mit einem anderen Auto noch ein paar Runden fahren soll. Ansonsten kann man sich noch mal ein bisschen umschauen hier. Das ist die richtige Box, die braucht man. Wo geht das? Jetzt kann man solche Autos laden. Ja, das geht ist von Next auch. Was gibt's denn hier noch? Ja, und wenn man kein Hotel gemietet hat, kann man auch im Tesla übernachten. Danke. Hallo. Ja, die Fahrten lustig laufen hier noch weiter. Schock, da kommen die neuen Autos wieder rein. Und die warten alle noch hier und wollen fahren. Hi. Wen trifft man da hier? Das sind eigentlich Model X-Fahrer. Habt ihr auch ein Model X dabei? Oder ja, natürlich haben wir ein Model X dabei. Super, wunderbar. Und ihr wollt jetzt Ion fahren? Ja, wenn du uns einen gibst. Bei mir? Wer will Ion? Wer will fahren von euch? Ich will fahren. Du willst fahren, okay. Ich will mit bei Ionic fahren. Er war schneller als ich. Ja. Okay, fahren wir mal Ionic. Ja, Manfred fährt auch noch mit. Ich fahr mit euch. Ja, hier geht's rein. Sogar mit Aufkleber. Ja, genau, damit ich weiß, dass das meiner ist. Rein, oder? Ja, doch, wir können auch. Ja, nee, geht alles. Geht doch. Ist doch ein super Auto. So, eigentlich. Ah, ist besser. Eigentlich wollten wir hier unter uns bleiben, aber es ist jetzt anders gekommen, als wir dachten. Ja, naja, normalerweise sitzt du ja nicht ganz so weit am Rand. Ja. Willst du lieber in die Mitte? Aber nee, ist alles gut. Stefan Möller ist auch heute noch mit dabei. Handy an, Kamera an, Ton los. Und Manfred. Manfred ist auch dabei. Alle sind dabei heute. Alle sind dabei. Genau. Und jetzt geht's los. Frank, wie ist denn das? Meckert das Auto, wenn wir hier hinten alle nicht angeschnallt sind? Ich glaube, hinten ist okay. Na, ich weiß nicht. Seid ihr nicht angeschnallt da hinten? So, jetzt sind wir alle angeschnallt. Alles klar, gut. Das erste Mal nämlich selber Ionic fahren. Mitgefahren bin ich ja schon. Pass auf, dass da keiner kommt, genau. Mhm. Sind wahrscheinlich jetzt so die letzten Fahrten hier. Genau, es dürfte nicht mehr so viel los sein, ist ja gleich 6 Uhr, dann ist genau. So Schluss hier. Aber du bist ja diese solche Strecken schon gefahren, mit dem Model X natürlich. Ich bin hier ne? schon mal richtig Touristenfahren ja, gefahren mit Model X, da war ich ganz schön aufgeregt. Muss ich dir sagen, hier, wir fahren heute nur Tempo 100 oder 120 Maximum. Einmal steht 120 sogar. Okay. Oh. Ja. Ich hatte im Model 3 schon meine schnelle Runde, als ich vor ungefähr 4 oder 6 Wochen hier war. Da kam das Model 3 gerade aus Spanien, da hat es der Rafael de Mestre dann hier abgeworfen, in Anführungsstrichen. Ich bin ein paar Tage später hergekommen und bin dann hier auch mit den Leuten, die das Event geplant haben, gefahren. Erstmal nur Imagefilm, schön langsam. Rekuperieren. Aha, aha, okay. Ist volle Reko eingestellt. Ja. Volle Reko. Ja. Kannst du auch an den Paddeln. Natürlich schieben wir jetzt alle mit gerade. Rechts und links hat so Paddel. Extra schwer gemacht. Und dann hieß es dann, wir müssen runter von der Strecke und dann gab es noch eine flotte Runde hinten drauf und ich weiß nicht mit was für einem BMW. So, hier mal Kurve jetzt. Achtung, Kurve! Ja. Hier steht 20 km/h dran. Ja, du solltest hier also. Ja? Das waren 10 Euro in die Reifenkasse. Oh Mann, mein Auto hier. Aber Model X und die Reifen ist auch überlebt, die 3 Runden. Das war gar kein Problem. Das hat man fast nicht gemerkt an den Reifen. Und da waren sie schon sehr erstaunt, dass das Model 3 so gut dran geblieben ist. Und vorhin ist der Geschäftsführer, hat sich nochmal eine Runde Tesla gewünscht. Und da haben wir auch das Auto zu viert voll gemacht, Performance-Modell. Okay. Und er selber hat Gas gegeben und die anderen beiden haben sich hinten am Kopf gestoßen. Und die fahren ja hier sonst auch Porsche und alles, was hier rumsteht, fahren die Leute sonst und haben halt, waren halt hin und weg. Ja, der Kroner ist schneller als Tesla. Ja. Der Kroner holt auf. Auf der Rennstrecke ist immer geil. Der Rennstrecke ist, dass die Leute in die Kamera lächeln. Ach, hier ist die Haarnadelkurve. Hier muss ich immer allen sagen, dass sie mal bremsen sollen, so langsam. Und rausdriften. Ja, der Golf kommt von hinten. Ja. Der Golf hat aber auch, wenn es ein neuer ist, 100 km. Wir haben nur 88, glaube ich. Ja, aber er schafft es nicht. Er hat einen Model X-Fahrer vor sich hier. Wir sind angetreten für 1000 Probefahrten und ich glaube, dass wir heute schon 600 bis 700 abgerissen haben. Na cool. Das war also morgen. Oh. Raus. Also fast gleich noch einer reinbrüllen. Also so schlimm ist noch niemand gefahren hier. Was heißt hier schlimm? Das ist eine Rennstrecke. Ja, eine Passstrecke. Ja, Frank, du hattest noch niemanden dabei, der das Ding schon mal gefahren ist wahrscheinlich. Ja und ja. Na, wenn der Instruktor nichts sagt vorne rechts, dann wird halt gefahren. Ja? Genau, dann fährt der Pilotte hier. Wer fehlt uns gerade? Das kommt. Jetzt werden wir gleich vom Golf überholt, oder? Wieder zu überholen? Nee, überholen ist verboten. 50 Meter Abstand. Na, das sind keine 50 Meter gerade eben gewesen.
Oh, jetzt muss ich auch langsamer fahren. Ja, jetzt kommen wir eh wieder hier. Jetzt müssen wir mal ordentlich fahren. Jetzt bisschen sagt der Instruktor, dass man mal ordentlich fahren muss hier, man, weil wir weiß jetzt... Weiß jemand, wann der Durchschnitt so hochgerührt wurde? Der zeigt hier 15 Kilowattstunden an. Das ist irre. Das ist wie so. Die Model 3, nicht tot zu kriegen im Verbrauch. Aber das, ich muss sagen, fährt das ist meine komplette Strecke heute. Gut. Nora? Ja? Das Auto fährt echt gut. Sogar auf der Rennstrecke. Ja. Wollt ihr so einen haben? Nein, ich will Model 3. Nein, du willst ein Model Y. Ja, auch. Und ich will einen Roadster. Ach, das stimmt, ja. Was auch immer. Ja, das ist aber jetzt ein Geldproblem, oder? Das ist ein kleines finanzielles Problem, ja, das mit dem Roadster. Da müssen wir nämlich zu einem Roadster. Aber vielleicht können wir das einfach mal für so ein Wochenende bei Next Move mieten oder so. Nee, bei Tesla Markus können wir das mieten. Oder bei Tesla Markus. Ja. Roadster, wir sammeln ja noch Punkte auf unseren Account. Wollt ihr echt einen Roadster euch anschaffen? Das wäre geil. Und wir sind fies, wir sind beim Punkte sammeln. Bei uns gibt es einen Tag Model 3, wer seinen Refer bei unseren Referer-Link nimmt. Also jetzt schon Model 3, nicht erst nächstes Jahr. Ja. Wir vermieten es nicht, aber für wie bei Tesla. Rekuperation ist gut. Nora, Rekuperation ist echt super. Dinge, die man vergisst. Fährt sich genial. Ah, wir haben es geschafft, wir sind zurück in der Boxengasse. Und? Alles okay bei euch? Nein. Super. Okay, die haben jetzt auch gucken jetzt auch, dass wir so schnell wieder da sind, ne? Batsch. Wohin? Da wieder daneben? Ja, weiß nicht. Gibt es keinen Einweiser mehr? Hier bricht alles zusammen. Fahren wir halt so weit nach vorne, wie es geht. Die Tür nicht auf, das ist gut. Na, das wäre nicht so gut. Der Einweiser ist, glaube ich, gerade selber gefahren, von daher konnte man nichts mehr einweisen. Ja, super. Bleib ich jetzt genau hier stehen. So, warum denn jetzt hier? Kann man hier einfach wieder ausmachen. Ne? Okay, so. Wird halt da stehen. Ja, das auch aus dem D direkt ausschalten, man muss nicht auf P. Erstmal muss der Fahrer aussteigen, dann gehen die hinteren Türen auch auf. Seht ihr mal, wie viele Leute in so einen Ioniq reinpassen und was für große Leute vor allem. Das hat er drüben aufgemacht, deswegen. Naja, Kindersicherung. Also ich hätte ja nicht da hinten drin sitzen wollen, wenn ich gefahren bin. Es geht, also wir sagen halt immer, ein gutes Elektroauto muss hinten runter, damit die Luft vorbeigeht, aber es geht kaum noch. Der Leaf hat hinten mehr Platz. Aber so bis 1,80 kann man hinten vernünftig drin sitzen. Jo, danke Frank. Ja, wie war jetzt das Fahrgefühl? Es war super. Fährt sich echt gut. Aber ihr wollt nicht so ein Auto, ihr wollt ein Model 3. Wenn es den Ioniq mit so einem 64 Kilowattstunden Akku gibt, wäre das vielleicht auch was, ja? Kommt, soll ja kommen, ne? Da ist man sich nicht so ganz klar. Okay, also ihr habt auch Zweifel? Ja, es gab ja schon Gerüchte, dass es nicht kommt. Also, schauen wir mal. Die bauen jetzt erstmal die ersten Akkus in die Konas an. Fahren wir morgen mit eurem Model X hier eine Runde, oder? Wenn wir das dürfen, wenn wir das machen können. Kriegen wir hin. Mal gucken, ja. Fahren wir hier einfach durch und dann... Das Model X kennt die Strecke, das kannst du sogar im Auto wieder fahren. Okay. Also, wir sehen uns morgen wieder. Ja. Tschüss. So, jetzt geht es noch kurz darum, die Autos heute Nacht aufzuladen, damit man morgen wieder fahren kann. Natürlich für viele Autos nur Schuko, aber der Ioniq lädt ja durchaus in 10 Stunden auch wieder voll mit Schuko, geht ja auch.